Schauen wir uns noch ein Beispiel zum Thema Ebenen und Parameterform an. Wir machen erstmal Beispiel 4.2 im Skript. Das heißt, bestimme die Gleichung einer Ebene, die durch die Punkte A und B und C verläuft. Als Punkt P kann man einen beliebigen der drei Punkte wählen, natürlich mit möglichst einfachen Koordinaten. Das heißt, man wählt als Stützvektor einen dieser drei Punkte. Ja, also wir wissen ja, die Ebene soll durch die drei Punkte verlaufen, also wähle ich mir einen davon aus und bilde den Ortsvektor davon. Also wähle einen der drei Punkte als Punkt P und schreibe den als Ortsvektor. Hier im Beispiel wurde jetzt P gleich B gesetzt, also wir starten mit dem Punkt B und bilden davon den Ortsvektor. Jetzt brauchen wir noch die zwei Spannvektoren. Und die bilden wir, indem wir jetzt die Verbindungsvektoren der übrigen zwei Punkte bilden. Also immer von dem Punkt, den ich als P gewählt habe. Das war bei uns B, also bilden wir den Vektor BA und den Vektor CB. Man kann die Punkte auch umdrehen und den Verbindungsvektor quasi in die andere Richtung zeigen lassen. Also man kann hier auch den Vektor AB oder BC bilden, das ist ganz egal. Hier im Beispiel steht es auch nochmal, wurde BA statt AB gewählt, damit man eben ein Minuszeichen weniger hat. Die Rechnung bleibt aber an sich genau die gleiche. Ich muss nur die Verbindungsvektoren der einzelnen Punkte ausrechnen. Wie man auf die Vektoren kommt, das sollte jedem klar sein. Also man rechnet die Einträge von Punkt A minus den von Punkt B und dann kommt man eben auf diesen Vektor. Wichtig hierbei ist, dass man darauf achtet, dass die zwei Vektoren U und V linear unabhängig sind, denn sonst legen die drei Punkte keine Ebene eindeutig fest. So, was mache ich jetzt mit den zwei Vektoren U und V? Ich muss die jetzt einfach in die richtige Darstellungsform bringen, denn wir wissen ja, die Ebene E wird festgelegt durch einen Stützvektor und die zwei Spannvektoren U und V. Das heißt, ich muss jetzt nur noch die Vektoren, die ich gerade ausgerechnet habe, in die richtige Reihenfolge bringen. Schreibe immer X, also Ortsvektor, zu einem beliebigen Punkt X in der Ebene, den kann ich darstellen als Stützvektor. Hier steht jetzt der Ortsvektor zum Punkt B in unserer Aufgabe. Dann kommt plus s mal der erste Spannvektor plus t mal der zweite Spannvektor, also u und v. Könnt ihr natürlich die zwei Vektoren auch vertauschen, das ist ganz egal. Und wichtig ist aber, dass die zwei Skalare s und t aus R kommen. Noch ein zweites Beispiel, Beispiel 4.3, die Punktprobe. Das bedeutet, wir können überprüfen, ob ein Punkt auf einer gegebenen Ebene liegt. Hier geht es um den Punkt Q. Der hat die Koordinaten 13--2-12 und wir nehmen wieder die Ebene E aus dem vorherigen Beispiel. Wir müssen also überprüfen, ob ich den Ortsvektor zum Punkt Q darstellen kann durch diese Form, also ob es geeignete S und T gibt, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Dazu schreibt man einfach den Ortsvektor zum Punkt Q und setzt den gleich mit der Parameterform der Ebene, die wir gerade eben ausgerechnet haben. Gleich ist auch, das führt jetzt auf ein LGS, das heißt, man schreibt das, was hier oben steht, zeilenweise auf. Also hier steht 13 ist gleich 2 plus s mal minus 1 plus t mal 3. Minus 2 ist gleich 2 plus s mal 2 plus t mal 0 und so weiter. Wenn man das sortiert, also alle Buchstaben nach links, alle Zahlen nach rechts, dann erhalte ich dieses LGS. Und jetzt sieht man natürlich direkt, aus der zweiten Zeile folgt, dass s gleich minus 2 ist. Ja, und mit dem kann ich dann natürlich weiterrechnen und das t beispielsweise aus der ersten Zeile ausrechnen. Dann kriege ich raus in der ersten Zeile, t ist gleich 3. So, jetzt habe ich ja nur die ersten zwei Zeilen verwendet. Jetzt muss ich natürlich überprüfen, ob diese dritte Zeile hier, also diese Gleichung s plus 4, t gleich 10 auch erfüllt ist mit den Werten für s und t, die ich aus den anderen zwei Zeilen ausgerechnet habe. Ich setze also s und t in die dritte Zeile ein und dann kommt hier raus s plus 4t, also jetzt s und t eingesetzt, ist minus 2 plus 12 gleich 10. Die Gleichung ist somit erfüllt, weil hier 10 rauskommt und hier auch 10 steht. Und da ich jetzt s und t gefunden habe und mit diesen zwei Werten diese drei Zeilen hier oder diese drei Gleichungen erfüllt sind, kann ich sagen, der Punkt Q, der liegt auf der Ebene E. Hätte ich jetzt hier im dritten Schritt
einen Widerspruch rausgekriegt. Also wenn ich hier S und T eingesetzt hätte und da wäre 5 rausgekommen zum Beispiel, dann hätte ich sagen können, dass der Punkt Q nicht auf der Ebene liegt. So, das können wir noch rechnen. Jetzt haben wir Ebenen aufstellen, Punktprobe und das letzte, was wir uns noch anschauen, ist Schnitt, gerade Ebene. Also man kann überprüfen, wie eine Gerade und eine Ebene zueinander im dreidimensionalen Raum liegen. Wir untersuchen also, ob die Ebene E, wieder die Ebene aus dem vorherigen Beispiel, von der Geraden G, also hier sieht man wieder Parameterform von so einer Geraden, geschnitten wird. Wir wollen also überprüfen, ob ich einen Punkt finde, der sowohl auf der Geraden und auf der Ebene liegt oder den Ortsvektor zu diesem Punkt, der eben diese Gleichung hier erfüllt. Wie mache ich das? Immer wenn ich Schnittpunkte ausrechnen möchte, das kennt man schon aus den Rechnungen aus den anderen Klassen zuvor, ich muss eben diese zwei Elemente gleichsetzen. Ja, hier links steht die Gerade und hier rechts steht die Ebene. Hier ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass hier die Skalare oder diese Variablen unterschiedlich benannt werden. Selbst wenn jetzt in der Ebenenform hier auch ein R stehen würde, dann muss ich das beim Gleichsetzen eben ändern. So, wenn ich die zwei Elemente gleichgesetzt habe, dann führt das ja wieder zeilenweise auf ein lineares Gleichungssystem. Und das sortiert man natürlich immer wieder alles mit Buchstaben nach links, alles ohne nach rechts. Und dann kriege ich hier diese drei Zeilen raus. In Matrix-Schreibweise ist es natürlich einfacher aufzuschreiben. Man spart sich ein bisschen Schreibaufwand. Und das LGS, das löst man dann einfach mittels Gauss-Verfahren. Und das führt dann auf dieses LGS hier. Hat also aus Zeile 2 und Zeile 3 jeweils die dritte Variable hier eliminiert. Und dann kann man Zeile 2 und 3a noch verrechnen, sodass in der dritten Zeile dann steht minus 51 und hier auch minus 51 und die anderen zwei Einträge sind 0. Somit kann ich natürlich das LGS dann eindeutig lösen. Ich kriege ja hier was für die erste Variable raus, hier für die zweite und hier für die dritte. Okay, ich kann also hier aus dieser Zeile R errechnen. Also der erste Eintrag war ja R, der zweite S und der dritte T. Und wenn ich jetzt R ausgerechnet habe, kann ich natürlich damit in der zweiten Zeile S ausrechnen und damit in der dritten Zeile dann T ausrechnen. Jetzt kann ich R, das ich gerade ausgerechnet habe, natürlich in meine Geradengleichung einsetzen. Und dann bekomme ich raus einen Ortsvektor zu dem gesuchten Schnittpunkt, also deswegen steht hier OS, das ist der Ortsvektor zum Schnittpunkt. Und um den auszurechnen, setze ich mein R in die Geradengleichung hier ein. Dann muss ich rechnen, minus 3, minus 5, 12, plus 1 mal 8, 7, minus 6 und erhalte 5, 2 und 6. Natürlich hätte ich auch S und T in die Ebenengleichung einsetzen können. Da kriege ich dann natürlich den gleichen Schnittpunkt raus, ich muss aber ein bisschen mehr rechnen. Kann das natürlich auch noch machen oder man überprüft noch, ob man richtig gerechnet hat, indem man S und T in die Ebene einsetzt. Und dann muss natürlich hier der gleiche Ortsvektor rauskommen, beziehungsweise wenn ich das jetzt als Zeile schreibe, dann erhalte ich natürlich die Koordinaten des Punktes S. Gucken wir uns noch kurz an, wie das aussieht, was wir gerade gerechnet haben. Also hier diese türkisene oder hellblaue Fläche, das ist die Ebene aus den Aufgaben, die man durch die drei Punkte A, B und C festgelegt hat. Die liegt also so im Raum. Und hier oben, da liegt unser Punkt Q. Und man sieht auch, wenn ich es ein bisschen drehe, dass der Punkt Q wirklich in der Ebene drin liegt. Und wenn ich mal die Gerade noch dazu einblende, die man geschnitten hat mit der Ebene, dann sieht es so aus. Man sieht auch, dass man einen einzigen Schnittpunkt rauskriegt und der liegt eben hier. Ja, das ist der Schnittpunkt der Ebene und der Gerade, die man gerade berechnet hat.